Es war der Geburtstag der Infantin. Sie war gerade just 12 Jahre alt geworden und die Sonne schien hell in die Gärten des Palastes. Na ja, was gucken Sie denn jetzt so? Von diesem Fenster aus sah ihr der König, der zu diesem Zeitpunkt traurig und sehr schwermütig war, zu. Hinter ihm stand sein Bruder Don Pedro von Aragon, den er hasste. Und neben ihm stand sein Beichtvater, der Großinquisitor von Granada. Der König war trauriger und schwermütiger als sonst. Denn als er die Infantin erblickte, wie sie mit solch kindlicher Würde sich vor den vorbeikommenden Höflingen verneigte, oder wie sie hinter ihrem Fächer sich über ihre ständige Begleiterin, die Großherzogin von Albuquerque, lustig machte, da musste er an die junge Königin, ihre Mutter, denken. Seinen leidenschaftlich glühend gefärbten Freuden und der entsetzlichen Qual seines jähen Endes schien ihm an diesem Tag wiederzukehren. Als er die Infantin bei ihrem Spiel auf der Terrasse zusah, da wurde er umso trauriger. Sie hatte in ihrem Betragen bereits ganz und gar den reizenden Übermut der Königin. Gleiche wundervolle Art und Weise, ihren Kopf zurückzuwerfen, den gleichen wunderbar stolz geschwollenen Mund und das gleiche wundervolle Lächeln. In der Tat, ein Fressende de France!
Schöner Knabe von etwa 14 Jahren. Er entblößt seinen Kopf mit der ganzen Anmut eines geborenen Hidalgos und Granden von Spanien. Und er fühlt sich hinein in das Zelt hin zu einem goldenen, kleinen, goldenen Stuhl aus purem Gold und Elfenbein. Und die anderen Kinder, die gruppieren sich um sie herum und flüstern miteinander. Ladies and Gentlemen, proudly present. Thank you.
zweifellos herrlicher Stierkampf. Der ist noch viel schöner als der wirkliche Stierkampf, zu dem man sie in Sevilla geführt hatte, als der Graf von Parma ihren Vater besuchte. Ereignis an diesem Vormittag war allerdings das Tanzen des kleinen Zwerges. Zwerg war wirklich ganz unwiderstehlich. Und selbst am spanischen Hof, der ja dafür bekannt ist, seiner Leidenschaft für das Grässliche zu frönen, hatte man noch nie zuvor eine so grässliche Missgeburt gesehen. Erst tags zuvor hatte man den Zwerg, als er wie wild durch den Wald lief, eingefangen. Zwei Adlige haben ihn entdeckt, die zu dieser Zeit in einem entlegenen Teil des großen Korkeichenwaldes waren und jagten. Und sie hatten ihn als eine Überraschung für die Infantin in den Palast mitgebracht. Sein Vater, ein armer Köhler, war nur allzu froh, ein so unnützes und hässliches Kind loszuwerden. Vielleicht war das Ergötzlichste an ihm ja gerade
dass der Zwerg überhaupt gar keine Ahnung davon hatte, wie grotesk er aussah. Kleine Zwerg am Nachmittag ein zweites Mal wieder tanzen sollte, ging sie zurück in ihre Gemächer. Anblick. Und wenn er mir in die Nähe kommt, werde ich ihn mit meinen Stacheln picken. Rief der weiße Rosenstrauch. Ich habe sie getroffen, hat mir Wunder geschenkt. Und er hat sie gestohlen. Und er rief, so laut er konnte, die. Selbst die roten Geranien, die ja dafür bekannt waren, selber eine Hundenmenge, naja, etwas unschöner Verwandter besaßen,
rümpften vor Abscheu die Nase, als sie ihn sahen. Und als sie greifen, sanft bemerkt, er sei ja zwar höchst unschön, aber das könne er nicht ändern. Erwiderten sie sehr zu Recht, das sei gerade sein Hauptfehler. Und man könne einen Menschen nicht achten, wenn er, na, tatsächlich unheilbar sei. Und tatsächlich hatten einige Veilchen wirklich das Gefühl, dass die Hässlichkeit des kleinen Zwerges zu protzig war. Und dass es ihm viel besser gestanden hätte, wenn er, naja, wenigstens ein bisschen traurig oder nachdenklich dahergekommen wäre, als hier so fröhlich umherzuhüpfen und sich auf so groteske und alberne Gebärden zu ergehen. Aber den Vögeln, den gefiel er denn. Sei zur Freundschaft bereit, wir sind Freunde für alle Zeit. Für alle Zeit. Bist du allein? Bist du allein? Wer kommt sofort? Wer kommt sofort? Wer macht dir Mut? Wer macht dir Mut? Wäre doch nur ihr Spielgefährte geworden. Denn obwohl er noch nie in einem Palast war, kannte er eine Unmenge wundervoller Dinge. Alle Tänze des Windes kannte er. Nicht wahr? Er kannte den tollen Tanz in rotem Gewand mit dem Herbst. Den frohen Tanz in blauen Sandalen mit dem Korn, den weißen Tanz im Winter mit den Schneewehen und den Blütentanz durch die Obstgärten im Frühling. Away.
sogar sein eigenes Bettchen geben und würde die Nacht über draußen vor der Hütte warten und darauf achten, dass das wilde Hornvieh ihr nichts zu leide tat oder dass die mageren Wölfe ihr nicht zu nahe kämen. Im Morgengrauen würde er dann an das Fenster pochen und sie wecken und sie würden dann beide hinausgehen und den ganzen Tag zusammen tanzen. Und wenn sie dann müde geworden wäre, würde er ihr eine weiche Moosbank suchen oder sie auf den Arm nehmen. Denn er ist sehr stark, wenn auch nicht groß, was er wusste. Er würde ihr eine Halskette machen aus den roten Beeren der Zaunrebe. Und die wäre dann genauso schön wie die roten Blumen auf ihrem Kleid. Und wenn sie dann ihrer überdrüssig geworden wäre, dann könnte sie sie wegwerfen und er würde ihr eine neue machen. Forever, all I know.
aber die konnte ihm keine Antwort geben. Der ganze Palast schien zu schlafen. Man schwere Vorhänge vor die Fenster gezogen, um das blendende Licht auszuschließen. Er wanderte um den ganzen Palast herum. Und suchte nach einer Stelle, wo er hineingelangen könnte. Und schließlich entdeckte er eine kleine Tür. Er machte sie auf. Doch.
Er befand sich nicht ganz allein. Unter dem Schatten des Türbogens sah er eine kleine Gestalt, die ihn beobachtete. War er es, der so widerwärtig anzusehen, Missgestalt und bucklig war. Er selber war die Missgeburt und über ihn hatten alle Kinder gelacht und die kleine Prinzessin, von der er dachte, sie liebe ihn. Auch sie hatte sich nur über seine Hässlichkeit lustig gemacht und ihren Spaß gehabt an seinen verdrehten Beinen. Warum hatten sie ihn denn nicht in den Wald gelassen, wo es keinen Spiegel gab, der ihm zeigte, wie hässlich er war? Und warum hat er ihn, sein Vater, nicht lieber getötet, als ihn zu seiner Schmach zu verkaufen? In diesem Augenblick trat die kleine Infantin mit ihrer Gefolgschaft durch die offene Fenstertür herein. Aufstehen und tanzen, denn du bist so geschickt wie die Berberaffen, nur viel drolliger.
Aber der kleine Zwerg gab keine Antwort. Euer kleiner, drolliger Zwerg wird nie wieder tanzen. Schade drum, denn er ist so hässlich, dass er den König vielleicht zum Lachen gebracht hätte. Warum wird er nicht tanzen?
ihr das Herz gebrochen ist. In Zukunft, dass die, die zum Spielen kommen, keine Herzen haben. Rief sie und lief hinaus in den Garten. Start to move.